Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Videoblogs. Heute unter die Überschrift bunt gemischt. Zwei Themen möchte ich ansprechen. Dieses Blog wird deswegen auch nicht allzu lang werden. Eine wohltuende Abwechslung für alle, denen mein Geschwitz sowieso schon immer viel zu lang gedauert hat. Erstes Thema: Deutscher Fantastikpreis. Vor zwei, drei Tagen ist die Nominierungsrunde des Deutschen Fantastikpreises freigeschaltet worden. Wie einige von euch wissen, bin ich im Organisationskomitee dieses Preises vertreten und sehe es daher als meine gute Pflicht an, euch aufzurufen, an der Nominierungsrunde teilzunehmen. Wie funktioniert der Deutsche Fantastikpreis und was ist das überhaupt? Es ist ein Publikumspreis. Und damit steht er in einem gewissen Kontrast zu den anderen gängigen Fantastikpreisen, die wir zurzeit hier in der Bundesrepublik haben. Es sind ja leider nicht allzu viele. Der Deutsche Fantastikpreis ist also ein Award, der vom Publikum festgestellt wird, der bestimmt wird. Dort wird ausgewählt durch eine Online-Abstimmung und zwar in zwei Runden. Erste Runde, die Nominierungsrunde, hat jetzt begonnen. Das heißt, ihr könnt für die verschiedenen Kategorien, also bester Roman, bester Debütroman, beste Kurzgeschichte, beste Anthologie und so weiter und so fort, könnt ihr euren Lieblingskandidaten eintragen. Und die fünf am meisten genannten Lieblingskandidaten kommen dann danach in der Abstimmungsrunde zur Abstimmung, ganz genau. Und wer dort gewonnen hat, wird dann auf dem Buchmessekon im Oktober in Dreieich bei Frankfurt mit dem Deutschen Fantastikpreis geehrt. Hoffentlich werde ich auch dieses Jahr wieder Gelegenheit haben, dort zu sein. Letztes Jahr musste ich ja leider aus beruflichen Gründen passen. Also, ein Publikumspreis. Ihr habt es in der Hand, euren Favoriten zum Sieg zu verhelfen. Und wir würden uns als Organisatoren freuen, wenn möglichst viele von euch sich an der Nominierungsrunde und nachher auch an der Abstimmungsrunde beteiligen würden. Ich blende hier unten den Link noch einmal extra ein und rufe euch damit alle ganz herzlich auf, euch an der Ermittlung des Deutschen Fantastikpreises zu beteiligen. Wichtig dabei ist aber, das von euch zu nominierende Werk oder die Werke bzw. die von euch nominierten Künstler oder ähnliche sollten im letzten Jahr, also in 2012, erschienen oder / aktiv gewesen sein. Also, Deutscher Fantastikpreis, bitte macht mit. Zweites Thema: Ich war gestern auf einem Con. Nein, stimmt nicht. Ich war gestern auf einer Con. Also, ich möchte die alte Streiterei zwischen der und die nicht allzu sehr hochkochen, aber das war eine die Con und kein der Con. Es war nämlich ein Rollenspiel- und Steampunk-Treffen, nannte sich selber Messe, die FARC in Illingen, gleich um die Ecke von Saarbrücken, und deswegen haben mich meine Schritte dorthin geführt. Messe genannt, aber de facto eine Con. Also mit großen Hallen voller Händler und einem begleitenden Programm genannt die Fantastische Bibliothek mit zahlreichen Lesungen. Markus Heitz war da, Jens Schumacher, viele andere bekannte Fantastikautoren. Natürlich, logischerweise, wie es zu erwarten war, hier mit einer starken Fantasy-Lastigkeit. Keine Beschwerde von meiner Seite. Genau deswegen sind die Leute ja hergekommen. Viele Leute in Kostümen, Cosplayer, Lapis, alles war da mit wirklich sehr beeindruckenden Darstellungen, die sich dann vor allem in den Kostümwettbewerben zeigten, die wirklich eine tolle Show geboten haben. Auch die Leute, die normalerweise zu der Cons gehen, waren vertreten, zum Beispiel Roger Moormann von der Darmstädter Science-Fiction-Szene, einer der Organisatoren des von mir bereits erwähnten Buchmessekons, war dort mit seinem Stand vertreten, hat ein paar schöne Sachen Stargate
Lego-Bausätze. Ich hätte beinahe einen gekauft, war also dort vertreten, fand ich toll. Und auch mit einem Vortrag zum Thema des Mysteriums des Fandoms. Was ist das eigentlich? Und ich hoffe, ich war nicht da bei diesem Vortrag. Ich kenne mich da ein bisschen selber mit aus. Aber ich hoffe, dass doch einige vielleicht von den anwesenden Rollenspielern ein bisschen den Horizont haben erweitern können, was auch den Rest der Fantastik-Szene angeht. Dann wäre Rogers Mission bereits erfüllt. Ich war da mit meiner Tochter, vor allem gerade, weil ich auch erwartet hatte, dass viele Leute mit interessanten Kostümen da sind, und ich wurde, und auch sie wurde, nicht enttäuscht. Die Veranstaltung geht das ganze Wochenende, es läuft also auch heute noch, aber ich habe mir dann gesagt, der eine Nachmittag muss reichen. War eine tolle Veranstaltung, hat mir großen Spaß gemacht, war auch wunderbar moderiert, Hut ab, und sehr gut organisiert. Der Veranstaltungsort war gut erreichbar, gut geeignet, die fantastische Bibliothek, die Leute normalerweise zum Derkon gehen, war ein bisschen abseits, nicht auf Anhieb leicht zu finden, aber trotzdem gut besucht. Man kann sagen, eine rundum gelungene Veranstaltung, die alle 2 Jahre jetzt hier im Saarland stattfinden wird, soll, hoffe ich, werde gerne wieder hingehen. Ich habe einen kleinen Bericht zusammengestellt und mit ein paar Fotos und möchte euch den auf jeden Fall nicht vorenthalten bei der Gelegenheit, aber weil es gerade um einen Con ging, auch noch eine weitere Veranstaltung hinweisen, zu der ich wahnsinnig gerne kommen würde, aber weil ich nächste Woche bis Sonntag inklusive im schönen Kosovo weilen werde aus beruflichen Gründen, kann ich leider nicht zum Marburg-Con nach Marburg, der nämlich übernächstes Wochenende stattfindet. Und das, obwohl ich mich gerade durch über 40 Kurzgeschichten, na, ich muss ganz ehrlich sagen, ein ganz klein wenig gequält habe, die zum Marburg-Story-Wettbewerb eingereicht wurden. Ihr wisst, ich sitze da in der Jury. Der oder die Siegerin, wir wissen ja nicht als Jurymitglieder, wer die Stories geschrieben hat, das ist für uns anonymisiert, wird auf dem Marburg-Con übernächstes Wochenende gekürt. Ich blende hier noch einmal den Link zur entsprechenden Webseite ein. Kann euch nur empfehlen, zum Marburg-Con zu gehen. Eine kleine, feine, familiäre und sehr nette Veranstaltung für den Fantastik-Fan, auf der ich leider, leider, leider dieses Jahr nicht sein kann. Tut mir in der Seele weh, aber der Broterwerb geht vor. Also Leute, jetzt noch ein paar Impressionen von der Fark aus Illingen von gestern mit ein paar Kommentaren. Am Ende abgeschlossen übrigens durch 2 schöne Filmausschnitte, kleine Filmausschnitte, die ein wenig zeigen, mit was für besonders schönen Darbietungen das Publikum unterhalten worden ist. Das soll genügen. Ihr habt es damit gesehen und hoffentlich kommen einige von euch dann auch beim nächsten Mal zur FARC ins schöne Saarland. Dann sehen wir uns bestimmt. In diesem Sinne, euch allen noch ein schönes Wochenende nach einem angenehm kurzen Videoblog. Schaut euch noch meine Bilder aus Illingen an und dann bis zum nächsten Wochenende. Steampunk, Endzeit, und hier schon einige Damen im Kostüm, sehr angenehm zu sehen. Es war eine große Vielfalt zu sehen auf der FARC in Illingen. Natürlich auch diverse Monster, zum Teil im Ganzkörperlatex, zum Teil mit viel Fell, und Star Wars durfte nicht fehlen. Reihenweise Trooper, Prinzessin Leia war da. Und auch andere Science-Fiction war durchaus vertreten. Die beiden Damen in Rot, die hier zu sehen sind, zum Beispiel Time Ladies aus Doctor Who. Endzeit, eine schöne Sache. Hier mit Rover, eine kleine Fahrzeugshow war zu erkennen. Ein Vortrag über Klingonisch, das kann man übrigens in einem Sprachkurs in Saarbrücken lernen. Viele Gäste, ich schätze mal 200, 300, 400 werden es gewesen sein. Und der Höhepunkt, die Kostümshows. Hier der Fantasy-Bereich, was die Doctor Who-Damen da zu suchen haben, weiß ich auch nicht. Viele Zuschauer, zum Teil auch kostümiert, sehr beeindruckend. Und natürlich Markus Heitz, der wohnt ja nicht weit weg, hat signiert und gelesen. Ja, und zum Schluss noch ein paar Filmclips, die, ja, ich denke mal, für sich sprechen. Es kommt noch einer. Ja,
müsst ihr euch jetzt vorstellen, mit Wasser und mit weniger Klamotten. Aber wie gesagt, wir haben Leute unter 18 hier und deswegen können wir nur das hier. Auf und weg!